wenn der Videostart nicht mal wieder erste Sahne war, dann weiß ich's absolut auch nicht mehr. So Jungs, woran hat's denn gelegen? Mal wieder einen Monat keine Videos. Ja Freunde, wenn ihr euch vorstellt, dass das ich bin und das meine derzeitige Upload-Bilanz. Da ist jetzt in letzter Zeit ja des Öfteren passiert, dass die Maschine gelegentlich mal der Meinung war, abzuschmieren. Auf geht's, ja, super. Ja, das Problem war einfach, dass der Spannungsregler bzw. der Stecker des Spannungsreglers verschmort war. Fragt mich nicht wie, der Kollege vom Aprilia-Händler meinte, ja, der war innen komplett schwarz sozusagen, sodass eben dadurch kein Strom mehr an die Batterie geliefert werden konnte. Und den haben sie dann eben jetzt ausgetauscht. War also gar nicht mal so ein riesen fettes Problem. Aber ich frage mich, wie sowas passieren kann. Komm schon, die kriegen wir nach! Ja, das war absolut rot. Was ich auch extrem lustig fand, hat er mir noch so erzählt, so auf nebenbei, so, ne? Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, dass da Kühlflüssigkeit irgendwie rausgelaufen ist. Weil ich hatte ihm nämlich auf dem Hinweg zum Händler, ist mir nämlich so aufgefallen, dass die Temperaturanzeige so ein bisschen rumgesponnen hat, so. Da war plötzlich total überhitzt und dann ging es wieder runter und hat da jedenfalls überprüft. Ja, da ist ein bisschen Kühlflüssigkeit ausgelaufen und ja, da war der Dichtring wohl des Kühlflüssigkeitsbehälters nicht mehr so ganz in Ordnung. Und ja, da hätte es auch ganz entspannt zu einer Explosion kommen können. Ja, Digga. Zu einer Explosion, sagt er mir. Das ist ganz spannend. Willst du mich eigentlich verarschen, Mann? Die Maschine ist neu! Das ist jetzt schon das zweite Mal so. Ich meine, letztes Jahr ist ja das Thermostat in den Arsch gegangen. Da ist auch Kühlflüssigkeit ausgetreten, weil das Thermostat irgendwie dafür gesorgt hat, dass es übergelaufen ist, der Behälter. Keine Ahnung, was da genau los war. Jedenfalls... Ja, hätte die gute Maschine explodieren können, hätte ich sie nicht hingebracht. Das Ding ist, ich habe sie ja nur hingebracht wegen des Spannungsreglers. Das heißt, wäre der nicht in den Arsch gewesen, wäre mir die Karre vielleicht unterm Arsch weg explodiert. Tiefenentspannt, würde ich sagen, Jungs. Auch ein exzellenter Sound auf jeden Fall. Oh, kennt ihr das, Jungs, wenn ihr neue Schuhe habt, mit denen dann Motorrad fahrt? Und einfach jedes Mal Schiss habt, dass da mal wieder irgendwas dreckig wird. Und wenn ihr dann am dritten Tag, nachdem ihr sie angezogen habt, dort einen verfickten Fleck entdeckt, ist nicht so schön. Ich liebe volle Kaufhäuser. Ja, Jungs, eigentlich wollte ich euch einfach nur mitteilen, dass ich wieder am Start bin, was wunderschöne Videos angeht. Ehrenfrau. Wird also wirklich nur ein ganz kurzes Update-Video werden. Ja, ich bin wieder am Start, ich habe wieder ein Bike. Ihr könnt euch also auf richtig geile Videos in der Zukunft freuen, meine Freunde. Freuen, meine Freunde. Auf geht's. Ja, ich will euch gar nicht weiter voll nerven. Freut euch auf die zukünftigen Videos. Bleibt dran und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut da rein, Jungs. Und wir sehen uns.